Hallo und herzlich willkommen zum SPL-Talk, zum finalen Spieltag. Mit dabei diesmal als Gast habe ich Nox, wie man an den Mons vielleicht schon erkennen kann. Juhu, hallo. So an dem Spieltagstagebuch-Text, den ich da gelesen habe, hoffe ich, habe ich deine beiden Favoriten rausgesucht. Definitiv. Das freut mich. So, ich würde sagen, wir gucken uns einfach jetzt mal ganz schnell die Spiele vom letzten Spieltag an. Und da haben wir natürlich wie immer aus der Counter-Conference Pedu gegen Sean. Was für Pedu eher so ein Match war, wo es ja am Anfang darum ging, ich will Kills mit Obstagoon holen. Doch dann hat ein ganz anderer Kandidat sich 5 Kills abholen können. Ja, richtig. Das fand ich ziemlich lustig. Also, klar, der Specs-Pilz. Kann man jetzt schon sagen, Specs und Mungus, der war einfach, wenn. Der ist einfach auch noch zu später bei besonderen Erwähnungen dabei. Das war einfach lustig zu sehen, wie dieser Pilz einfach durch Chance ganzes Team durchgebrochen ist. Ja gut, aber wer Specs im Mungus spielt, der darf nicht erwarten, dass irgendein anderes Mon Kills kriegt. Das ist absolut richtig. Aber ja, gut. Ich glaube, viel mehr gab es im Kampf auch nicht zu sagen. Es war recht einseitig, würde ich mal sagen. Der Specs Pilz war witzig und ja. Da kam halt nichts dran vorbei. Ja. Dann haben wir Sanna gegen Age, beziehungsweise wir hatten es nicht, weil Age das dritte Mal jetzt in Folge auch nicht angetreten ist. Jetzt war es ja wegen dem Internet, glaube ich. Hat er Probleme gehabt. Und jetzt ging irgendwas schon wieder nicht, deswegen schade auf jeden Fall da, aber damit konnte sich Sanna auf jeden Fall nochmal seinen nächsten Win holen, verdienen, sage ich mal. Weiß ich jetzt nicht, wie ich es am besten sagen soll, aber genau. Ja. Dann haben wir das Playoffs-Game, also das wirklich interessante Spiel für die Playoffs, Rudi gegen Gren. Zu dem Game kann man eigentlich nur sagen, es war spannend bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich glaube, die Schlüsselstelle war dann, als das Kyurem gestorben ist, an eben der erwarteten Lichtkanone, die dann eben nicht kam von Zudomega, sondern dann der Fokusstoß. Wo das Kyurem dachte, es kann sich einfach gegen roosten und dann das tot war. Und sonst. Gut, was ich mir da überlegt hatte, war, vielleicht hat Rudi gesehen, okay, ein Fokusblast alleine reicht auf der Range nicht. Wollte es dann halt anchippen. Und das quasi mit dem sicheren Treffer. Ja. Und das war dann wahrscheinlich die Missprediction oder das Überraschende, was dann halt Gren getroffen hat. Richtig. Und Lichtkanone ist ja auch gut, weil dann erstmal einfach der Drop kommen kann, so. Und der dann halt auch ein bisschen mehr Damage macht. Deswegen fand ich ganz cool. Sonst, Bulga Persimmon hat nochmal ein bisschen Druck aufgebaut damit später. Aber das hat Gren dann nicht mehr gereicht und ist dann leider so aus den Playoffs geflogen. Und Rudi ist dadurch drin. Einmal mehr, juhu. Ja. Dann wird das, Fun-Match, der Fun-Match ist, sag ich mal, wo ich glaube, alles mit besonderen Erwähnungen vollgepumpt habe. Am Ende noch, das sehen wir dann gleich noch. Ja. Also es war super abgedrehtes Game. Wir haben von Nature Power Roselia mit Elektrofeld zu Fake Out Last Resort Kangama zu Curse Ognatol zu einem Toxic Stall Guard, schon haben wir alles gesehen. Ja. Also. Wobei ich immer noch nicht weiß, also ich habe jetzt auch nicht in die Sets nochmal reingeguckt, was Hori mit dem Silembrim machen wollte. Ah, das ist, das war Magiepuder, um alles zum Psycho-Mon zu machen. Und dann hatte er Bannsticker gespielt, um dann mit Shadow Ball durchzuspammen können, quasi. Also nicht so viel Schaden machen. Das fand ich auch ganz witzig. Also da waren sehr, sehr viele witzige Ideen dabei, was dann. Okay, das hätte wenigstens einmal knappen können, weißt du, so ein 1:0 bei so einem Fight hätte ich schon gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Aber es war sehr lustig. Muss man sagen. Dann haben wir mein Game, wo ich mir. Nee, Moment, hast du. Ah, nee, Shadow, ich hab mich überlesen, ich bin der Zeile verrutscht, sorry. Alles gut. Shadow gegen Larry, ich dachte eben schon, ich habe was falsch eingetragen, ich war richtig. Shadow gegen Larry war, fand ich für mich so das unspektakulärste Match des Spieltags. Es war nicht wirklich spannend, Shadow hat es eigentlich die ganze Zeit in der Hand gehabt. Bronzong war am Anfang natürlich da als Wand. Ja. Und kam immer wieder. Und sobald es weg war, war es halt vorbei, mehr oder weniger. Richtig. Und was man auch sagen muss, er hat noch eine ganz interessante Thread gefahren. Ich glaube, das war Chlorophyll-Tangolos. Kann ich mir vorstellen. Also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber er hat ja Sonnenglurak gespielt und dann dazu Chlorophyll-Tangolos würde ja ganz gut passen, so. Theoretisch, aber dann würde der Rocky Helmet auch wenig Sinn machen. Ja, also vielleicht war es auch einfach nur Regenerator und ich habe da was missinterpretiert. und natürlich noch, wie Pana sagen würde, ziemlich mutiger Play, hier Terrakium Rotom reinzuschicken, was davor Willow gedrückt hat. Und ihn gemisst hat. Ja. Also,
Das auch nochmal dazu erwähnen. Aber sonst, Shadow konnte sich damit auch die Playoffs klar machen in dem Kampf. Und ja, spielt ja auch dann gegen dich. Jo. Dann haben wir mein Game. Jetzt. Es war, sag ich mal, es war auch ein sehr, sehr interessantes Game. Einfach weil ich hatte super viel Angst vor Belektro, weil ich hatte Kizaros nicht mit. Und er war halt auch super gefährlich. Ich musste halt gucken, dass ich gegen das Ding immer richtig predikte, was mir meistens richtig gelungen ist. In einem Fall dann nicht, aber da hatte ich dann zum Glück die Anti-Elektro-Wäre auf Slowbro drauf. Und dadurch, dass ich das Komo halt auch nicht setupen konnte, was das war die Idee im Nachhinein dann, nicht Bellydrum, wie es die meisten spielen, konnte ich dann eben sehr, sehr wenig verlieren, genau, das Wort habe ich gesucht, sehr, sehr wenig verlieren. Und so dann den Kampf gewinnen. Und natürlich noch wahrscheinlich der das, was den Kampf entschieden hat, war so, er ist mit Belektro drin gegen Latios. Ich wusste, ich kann gegen Belektro eigentlich immer drin bleiben, weil ich habe sehr, sehr viel Bulk invest. Der Crunch ist, glaube ich, 40% Chance, mich zu töten. Und wenn er mich halt nicht tötet, dann gewinne ich ab dem Punkt das Spiel wahrscheinlich. Und er hat dann halt eh Firefang gedrückt, deswegen konnte Latios einfach durchgehen. Ja. Also. Ja, das stimmt. Das, ab einem gewissen Punkt hat das Lati halt zu viel Progress gemacht, als dass er das wieder hätte aufholen können. Richtig. Also das sah halt auch unfassbar gut aus im Matchup, so deswegen. Aber ja. Ja. Hat mir dann auch letztendlich die Playoffs klar gemacht. Dann gucken wir mal bei euch, da hatten wir ein ähnliches Game wie Rudi gegen Gren. Das war jetzt noch nicht Corny gegen Dermzy, aber das war auch schon recht wichtig, weil für Corny ging es ja auch noch um die Playoffs. Also, jo. Wir haben viel Endor auf jeden Fall von Corny gesehen in dem Spiel. Was ich ganz interessant fand. Ja, ich muss jetzt auch nochmal überlegen. Ja. Er hatte auch so ziemlich viele Sachen dabei, die sich setupen wollten. Ja, aber das sieht man bei Corny allgemein öfters. Also ja, das stimmt. Metagross ja immer auf jeden Fall dabei und sonst auch. Flampivian war, glaube ich, noch Setup. Primarena. Ich fand eine Bär. Das Primarena Custard Berry echt nicht schlecht. Also das war. Ja, war interessant. Das hätte man auch unterschätzen können. Ja, aber Dermzy hat es, muss man sagen, auch am Ende noch sehr, sehr gut umspielt. Das stimmt. Auch verdient gewonnen. Galazapdos war halt einfach gut und natürlich Arctilas, der Hidden MVP. Am Ende. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, dieses Primarena hätte halt, glaube ich, nicht jeder aus der Conference bei uns und damit schließe ich mich eigentlich auch ein. So gut umspielt. Ja. Deswegen. Dermzy hat ja auch dann geschrieben, er hat schon Erfahrungen mit Custard Berry gemacht, deswegen. Da will er dann nicht mehr wirklich noch negative Erfahrungen machen, sag ich mal. Hm. So. Aber dann war es das halt nach dem Game leider für Corny für die Playoffs. Und ja. Dermzy hat sich dann so mit. Für Dermzy war das Game, glaube ich, egal, weil Dermzy wäre so oder so Dritter geworden, weil einfach deine Differenz so gut war. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel gespielt wurde. Ja. Und ja, es ging halt wirklich nur um den vierten Platz dann. Ja. Dann hatten wir Sandern gegen Ray, was eigentlich. Also in dem Spiel ging es eigentlich um gar nichts. Ray war, glaube ich, safe 8. Und es ging halt nur noch um Sanderns 5. Platz. Den er sich auch mit einem sehr, sehr starken 5-0 holen konnte, wie ich ja schon immer sage. Sandern die Season. Super gut, ich weiß nicht, was er immer macht. Er legt T-Spikes und dann gewinnt er. Man muss sagen, von Ray hat man einen coolen Setup-Versuch gesehen. Der aber leider von Fiaro dann auch, von nicht Fiaro. Silvaro. Silvaro, danke. Von Silvaro dann aufgehalten wurde. Ja, das war ein bisschen zu früh. Ja. Also zumindest, hätte sie noch irgendwas. Ich weiß ja nicht, was das Keldeo noch hatte an Angriffen. Ich denke mal, das war Scarf. Ja. Weil das nutzt ja dann diese Boosts extrem geil aus. Ja, passt. Aber sie hätte halt wahrscheinlich auf irgendwas gehen müssen, was halt alles neutral trifft. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen dann schade zu dem Zeitpunkt. Weil das Set war eigentlich ja. Eine coole Idee, aber hat halt dann leider nicht ja. So ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und sonst. Aber ich muss auch sagen, sie hat halt leider auch immer, ich sag mal, mehr oder weniger misspredicted. Also ich weiß nicht, wie viele Attacken sie gewastet hat, allein dass das Rotom in den Earthquake reinkam. Ja. Oder halt das Terrakium in Foulplay. Das war dann halt so das Zünglein an der Waage, was halt die Differenz so extrem hochgetrieben hat. Richtig. Dann halt, wie ich schon gesagt, im Terrakium in Foulplay und dann konnte sich am Ende halt das Game clearen. So. Ja. Das nächste Game hat leider auch nicht stattgefunden, weil Locke. Deswegen
Nee, wir sind doch noch bei Anton gegen Lloyd, Ach oder? so, ach, ich bin schon wieder verrutscht. Ich weiß nicht, was ich heute habe. Alles Es tut mir leid. gut, Mensch. Immer mit der Ruhe. Das ist doch nicht deine Erstaufnahme. Ja, stimmt. ja. Anton gegen Lloyd. Ich fand es auf jeden Fall cool zu sehen, dass ein physisches Reflex so viel Work macht. Was natürlich dann ein bisschen ärgerlich war, war, dass Lloyd erst als letztes in seinen Mond gegangen ist, was dann nicht gelebt hat. Also, das hätte er vielleicht ein bisschen früher machen sollen und dann wäre das Game vielleicht anders verlaufen, aber ja, Ah, ganz ehrlich, das fühle ich, das habe ich auch schon mal geschafft. das ist super. Physis Reflex habe ich auch schon mal im letzten Spieltag gespielt. Ich glaube, Season 3 war das von der SPL. Das war auch ganz witzig. Hat auch ganz gut funktioniert. Aber ja. Man kann es selten bringen, aber wenn es funktioniert, dann ist es eigentlich ganz cool. Ja, damit rechnest du halt auch nicht. Naja, nicht zwingend. Das stimmt schon. So, das dazu. Dann hat das nächste Game, wie ich eben schon angedeutet habe, leider nicht stattgefunden, weil immer noch Locke. Ja. Ja, genau. Xadu hat Muramura Kills gerandomized bekommen. Ich glaube, das ist das Einzige, was erwähnenswert ist. Damit auf jedem Mon Kill. Mindestens. Und sonst, dann kommen wir auch zu deinem Game, wo du, glaube ich, jetzt als erstes mal was zu erzählen darfst. Ja gut, also mir war es ja, glaube ich, auch relativ egal. Ich glaube, Franklin hätte mich noch überholen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dempsey. Hätte ich überholen können. Nee, Dempsey war zu dem Zeitpunkt auch vor mir. Ach so. Glaube ich. Das weiß ich nicht mehr. Genau, wann, also wie es zu dem Spielzeitpunkt aussah. Na gut. Nee. Nee, ich habe dann halt Setup Guardship mit reingenommen, weil ich mir dachte, okay, wenn du irgendwann die Chance hast, damit durchzugehen, dann kriegst du vielleicht sogar noch die Killliste. Was mir in dem Moment irgendwie ein bisschen wichtiger war als der Sieg. Und ja, es hat sich dann halt so ein bisschen rausgespielt. Auf jeden Fall, Also also. ich glaube, das Wichtigste war halt dann doch, dass ich, obwohl das Ohr doch wohl offensiv war von Master, da den Scarf drauf getrickt habe, weil das hat mir dann quasi diesen freien Zug gebracht, dass er rauswechseln musste, während ich auf Swordstance gedrückt habe. Und in dem Moment war es dann mit dem Scale Shot over. Auf jeden Fall, also. Hast du es ja dann auch noch geglückt, 6 Kills, Knackrack. Ja, Und was genau. man sagen muss, natürlich Dynamaxen am Ende, das war ein bisschen unschön, aber gut, war ja dann egal, Ja hat gut, nichts am Game geändert. es hat nichts geändert und ja, kann halt passieren. Also ich hatte auch mal so Richtig. einen komischen Browser-Skin, da ist das wirklich fast automatisch immer mit da das Häkchen reingekommen, da Ja musste ich gut, das ist extremst eben, aufpassen. das ist natürlich dann dumm, immer. Man weiß ja nie, was passiert so. Genau. Und dann. Wir denken jetzt einfach nichts Schlimmes und gut. Richtig. Dann haben wir Franklin Raptor. Das war wirklich das entscheidende Game an dem Spieltag war, wo es am Anfang natürlich einen Crit gab mit Katana gegen Gordrum, der auch meines Wissens nach gemattert hat, weil Katana dann halt früher gestorben wäre. Ja. Was zumindest Franklin und Raptor mir erzählt haben. Deswegen weiß ich nicht, wie das Game dann anders ausgegangen wäre so. Auf jeden Fall konnte sich Raptor nochmal sehr, sehr stark zurückkämpfen mit einem Heatran. Eben, aber hat dann leider auch nicht mehr so viel genützt. Ich weiß nicht, was ich noch zum Game sagen soll. Ich fasse es Ja, fast grob also zusammen. ja. Ich Ja. habe jetzt gerade mal nochmal in die ersten Turns reingeguckt. Also Katana wäre halt angechippt gewesen und damit hätte der Sash nicht mehr getriggert bei Kickly und dann, ja, wie gesagt, Richtig. hätte Abdo erstmal grundsätzlich einen Mon mehr gehabt. Richtig. Was man noch erwähnen muss, Franklin hat Gras am Arktos gespielt. Das heißt, ich weiß nicht, das hätte er halt dann danach reingeschickt, hat er erzählt, deswegen weiß man da auch nicht, wie das gewesen wäre. So. Es wäre auf jeden Ja, Fall sehr, sehr klar. anders verlaufen, das Spiel. Definitiv. Weil das Ding kontert Kikli ja dann eigentlich wahrscheinlich komplett. Ich weiß jetzt nicht, wie viel irgendwie Rockslide oder sowas macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann. Ja, gut, das hätte halt eine komplett andere Richtung gekriegt, das stimmt schon. Aber gut, so ist es jetzt halt so. Hat Franklin den letzten Playoffs-Platz bekommen und ich habe das Ergebnis falsch rum eingetragen. Ja. Wie immer. Wie immer, einen SPL-Talk muss es immer passieren. Gut. Ja, aber gut, wer jetzt auch nochmal in den Playoffs ist, können wir uns hier nochmal kompakt anschauen in der Tabelle. Bei der Abschlusstabelle diesmal. Und da sehen wir erstmal bei uns Pana mit 9 Siegen, 2 Niederlagen. Souverän eigentlich die ganze Season auf Platz 1 gewesen. Gefolgt von Rudi, der ja dann für Shiny eingestiegen ist.
ein Shadow, der nach einem sehr, sehr holprigen Start dann nochmal diesen Winstreak sich holen konnte. Und dann da auch jetzt als Dritter noch in die Playoffs gekommen sind. Dann ich, der noch mit Ach und Krach und nur durch die gute Differenz noch reingekommen ist. Und dann hinter halt da die, dich dahinter noch Petu und Gren. Ja. Was ich noch sagen muss, Hardy hat, finde ich, eine gute Season gespielt, so sehr, sehr solide. Gute Spiele gemacht, meiner Meinung nach. Jedes Spiel eigentlich. Und was man halt auch sagen muss, vielleicht Larry hat mich ein bisschen enttäuscht, hätte ich vielleicht gedacht, der wird jetzt nicht unbedingt Vorletzter. Muss ich einfach mal so sagen. Aber gut. Ja. So, ich glaube, das fasst alles zur Tabelle ganz gut zusammen. Und bei euch sieht es ja auch ja, richtig. Ein bisschen so ähnlich aus mit einem Xatu, der halt die ganze Season recht weit vorne war und dann ihr da hinten, ihr paar Playoffs zur Folge. Also die ersten drei Plätze sind im Prinzip von der Sieg-Niederlagen-Differenz einfach nur eins mehr als bei euch. Ja, richtig. Ansonsten, also man hat ja auch schon kurz vor Ende gesehen, dass es wahrscheinlich die sein werden, also ihr drei sein werden, die in die Playoffs kommen. Da hat man sich halt gefragt, wer von den Platz 4 bis 7 noch. Darum ging es ja dann eher. Waren ja theoretisch noch vier Kandidaten. Richtig. Was ich bei euch ein bisschen interessant finde, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, diese Linie, die halt da durchgezogen wurde. Von diesen 9 auf 18 Punkten, bei uns geht so stetig runter. Ja. Und bei euch ist dann wirklich so, ab da fängt es dann an im Playoffs-Kampf. Ja, richtig. Ne, irgendwie, du hattest halt naja, nicht ganz die Hälfte. Aber 7 Leute, die halt eine gute Season gespielt haben und 5 Leute, bei denen es halt nicht so richtig klappen wollte. Ja. Sage ich jetzt mal so. Weil eigentlich Ray hat besser gespielt. Anton hätte theoretisch von denen, wie er gespielt hat, auch besser dastehen können. Locker hat jetzt ein paar Spiele verpasst. Also ich denke mal, da wäre auch noch ein Sieg drin gewesen bestimmt. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist alles ein bisschen suboptimal gelaufen für ein paar und für die anderen halt umso besser. Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Dann gut. Das nächste, was wir uns nochmal angucken, was wir vorhin nochmal angeschnitten haben, ist halt die Killliste. Wo du ja schon gesagt hast, dein Knackrack hat 6 Kills geholt und damit auch die Killliste gewonnen, was ich sehr übrigens beachtlich finde, 21 Kills aus 9 Games. Also du hast ja 2 Spiele sogar nicht dabei gehabt. Ja. Naja, wenn es da war, ich hatte es, glaube ich, nochmal in der Tabelle angeguckt, hat es halt meistens so 2-3 Kills mindestens mitgenommen. Ja, also das dann schon doch sehr, sehr deutlich, als deutlicher auf jeden Fall, als es am Anfang aussah mit Grandiras im Rennen. Aber ja gut, ja. Grandiras hat letzten Spieltag, glaube ich, gar keine Kills geholt. Nee, hat es nicht. Und dann Weavile von dir noch drin? Ja. Und sonst? Also eher unabsichtlich, aber ja gut, wenn es halt mitkommt, dann claimt es meistens was. Und sonst sehe ich hier halt so die ganzen offensiven Mons von den Leuten auf den oberen Plätzen, so von Dömsi, Sandern hat da 2 drin, Lasho King von Raptor finde ich ganz lustig noch. Ich finde es ein bisschen schade, dass Nekrosma von Xatu nicht mehr den Platz halten konnte. Ja, das stimmt. Xatu fehlt ja komplett. Ja, na, der hat seine Kills halt extremst verteilt, finde ich. Mhm. Und so, ja, und bei uns ist es halt ein bisschen knapper gewesen, aber halt am Ende dann... Dadurch, dass ich halt am letzten Spieltag 5 Kills mit Latios holen konnte, habe ich dann auch mit dem anderen Drachen auch noch die Killliste gewonnen. Im Prinzip die gleiche Geschichte. Richtig. Auch ein bisschen weggezogen. Barrikadax sah es halt die ganze Zeit so aus, als ob der das gewinnt. Aber ja. Keldeo, muss ich sagen, hat nochmal einen Aufschwung bekommen am Ende in den letzten beiden Spielen. Na gut, das waren halt die, wo Rudi das hatte, ne? Ne, das ist von Shadow Keldeo. Ach, von Shadow, so rum. Rudi war letzte Season. Und, also, ach, weißt du warum? Weil der das Rudi genannt hat in dem dem letzten Game. Stimmt, ja. Stimmt. Okay, you got me. Und Quartermark von Gren. War, glaube ich, auch die ganze Zeit da nicht drin. Hat jetzt da mit 12 Kills nochmal sich reingepumpt. Ja, vor allem halt alle so 11 Games, 10 Games dabei gewesen, dann erstmal Quartermark mit 6 Games. Ja, das ist auch echt krass. Aber gut, dann war es, glaube ich, auch zur Killliste und wir kommen zu den Playoffs-Spielen. Und die habe ich jetzt mal so vorbereitet. Ich weiß, kannst du die Logos zuordnen? Ja. So, dann also. Also ich kann die Hälfte zuordnen und weiß, wer der Gegner ist, sag mal so. Das ist gut. Also, als erstes haben wir natürlich Pana gegen Franklin. Der erste bei uns gegen den vierten
aus der anderen Konferenz. Franklins Team war halt die Season leider nicht so gut, das hat er immer wieder gesagt. Ja. Hat sich jetzt durch die Switches, glaube ich, ein bisschen verbessert, weil er jetzt schon wieder über Skarmory rumheult. Im Talk. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Skarmory ist eigentlich solide. Ja. Vor allem jetzt in der Kombination mit Slowbro, da kennt sich Grenja aus. Der pickt sich das ja des Öfteren. Sag ich mal. Und ja. Aber auch. Ich bin auch gespannt, wie Tentantel bei ihm performt, hat er sich ja geholt gegen Pana. Nee, andersrum, Pana hat Tentantel. Ich meine. Er hat ja Memo. Stimmt, meinst Memo, du wahrscheinlich. Memo meine ich, und Pana hat sich über Tentantel, glaube ich, schon einen Schritt weiter gedacht. Pana hat sich über Tentantel geholt, der gar nicht so schlecht gegen Memo, genau, ist. So. Von mir. Wenn ich den ja rausgepackt habe. Fand ich ganz interessant. Zwei meiner Mons wurden beim Playoffs Draft, die ich weggedraftet habe, genommen. Aber gut. Cool. Ich weiß nicht, wen ich in dem Matchup so ein bisschen vorne sehe. Ich denke, das gebe ich sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Ich sag mal so, wahrscheinlich der, dessen Grandiras zuerst Belly Drum drückt. Richtig. Das Komo-Mirror-Matchup. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, also ich schätze mal, das wird so ein ähnlicher Kampf wie bei dir gegen Pana. Ja. Weil beide haben so einen defensiven. So ein paar defensive Mons, an denen du halt erstmal vorbeikommen musst. Ja. Und danach kannst du dann halt die Lücken reinreißen. Danach geht's dann relativ schnell. Ja. Sobald eine Defensive zusammenbricht. Also ich denke mal, das wird sowas sein, dass da so 30, 40 Runden erstmal so ein Stall-Duell passiert. Irgendwann stirbt was weg und dann geht irgendwas durch. Ja. Aber das kann halt auch in beide Richtungen gehen. Deswegen, also ich denke mal, das Match wird spannend. Ja. Dann ist das zweite Game Xardu gegen mich. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das Game einschätzen soll. So, ich habe mir Koplosio geholt, Klavion und Deponitox. Und Xatu hat sich Cavalanzas, Kaburiki und wenn ich wüsste, was das letzte Mon ist, was er sich geholt hat. Moment, da muss ich einmal kurz auf meinen Spickzettel schauen. War es nicht Pantifrost oder so? Richtig, hat sich Pantifrost geholt. Also, ja, ich habe noch nicht angefangen zu bauen, muss ich sagen. Aber ja, das Team sieht dadurch halt auch wirklich anders aus. Ja. Gerade jetzt, dass halt Necrozma raus ist. Und eben Muramura nochmal. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hatte er Necrozma aber auch in den letzten Spieltagen gar nicht so häufig mehr mit, ne? Ja. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Für mich habe ich mir auch im Draft so überlegt, ob das Kaburiki jetzt gut oder schlecht ist. Aber, ja. Also, wie schon gesagt, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, das Game. Wird auf jeden Fall schwierig. Also. Ja. Na gut, ich glaube, jetzt in den Playoffs gibt es kein leichtes Spiel mehr. Richtig. Also sehe ich auch so. Aber mal gucken. Mal gucken, wie weit es gehen kann für beide. Jo. Dann das andere Playoffs-Blatt. Ist erstmal Dömsi gegen Rudi. Ja. Mit Shinies Logo. auch hier bin ich mir sehr, sehr unsicher. Dömsi hat eine sehr, sehr starke Season gespielt, hat sich jetzt Aura geholt. Und hat natürlich das legendäre S aus der Aura und Dragapult. Donarion geholt. Ich weiß nicht für was, vielleicht als Web-Support. Und was ich. Aber eigentlich brauchst du das nicht bei den beiden. Nee, also. Weiß ich nicht. Vielleicht für. Nee. Ich weiß nicht für was er Donarion geholt hat, aber. Gut. Vielleicht plant er weiter und will deinen Latios damit weghauen. Richtig. Kann ja sein. Und noch was ich interessant fand, auf jeden Fall Barrikadax raus und Arcani rein. Er wollte sich wahrscheinlich einen Snibuna-Check holen, so. Was ich sehen kann, ja, weil er zweimal Snibuna sehe ich ein, ja, ist. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob es das war, Obstagoon rauszuhauen, weil Obstagoon eigentlich ein super starkes Mon ist, wie ich finde, aber. Gut. Er wird sich dabei sonst sehr viel gedacht haben, auf jeden Fall. Denke ich mal auch. Ja. Und ich meine, eigentlich fehlt es ihm nicht an Durchschlagskraft mit Aura, nee, und Dragapult. Auf gar keinen Fall. Was halt interessant ist, was auf jeden Fall sehr, sehr auffällig ist, ist, dass er halt jetzt kein Dark-Type mehr hat. Wenn ich das richtig sehe. Hast recht. So. Ja, dafür hat er Butterfree. Alles gut. Ja, Butterfree Carry. Der checkt Psychics genauso gut. Und ja, bei Rudi hat er nur zwei Switches gemacht bei dem B mit Magneton und Magbrand. Also, wie schon gesagt, es ist auch so ein Game, was ich sehr, sehr even sehe. Eigentlich alle. Ja. Also. Ja, gut, also. Mir fällt jetzt erst auch bei den höheren Tiers bei Rudi erstmal nichts ein, was man ändern können oder sollte vielleicht sogar. Ich auch nicht. Weil du dann immer direkt eine kritische Rolle wegwirfst.
Höchstens halt so Parfi oder so. Ich glaube, Parfi hatte sich ja auch erst im Switches reingeholt. Der hat ja geschrieben, er wollte Goofer haben wieder. Aber. Witzige ist, das hatte ich halt auch überlegt, ob ich mir einfach mal Parfi nehme. Warum? Warum? Ich liebe das Ding. Okay, also ich glaube, ich unterschätze das Außerdem wäre es Parfi halt voll jetzt. witzig gewesen, Magma zu entwickeln und Aromatis rückzuentwickeln. Das wäre echt witzig gewesen, ja. Stimmt. Aber gut, apropos Magma entwickeln, da können wir auch gleich mal holen. Du hast dir nämlich auch Magbrand geholt. Jo. Und Galaflunschlägt. Was auch so. Was hast du für Galaflunschlägt immer rausgemacht? Ah, Magma, stimmt. Magma, ja. Das macht Sinn so. Und wie, also wie stehst du zu Regidrago? Das würde ich jetzt gerne nochmal. Also, natürlich nicht so viel sagen, wie der jetzt im Matchup ist oder so, aber einfach nur, ob du das findest. Du meinst so generell? Generell finde ich ihn eigentlich cooler als Regieleki. Weil Shadow hat ihn ja gepickt, so. Also so rein vom Design ist es halt so, weiß nicht, vielleicht kann man es als Hassliebe bezeichnen. Ich finde die Mechanics geil. Ich finde es schade, dass dir ein bisschen Coverage fehlt. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin gespannt, ob er was draus macht. Oh, weil ich selber würde mich das halt nicht. Ich traue mich irgendwie nicht an den ran, also zumindest in Draft liegen. Sehe ich. Also es wäre auch auf gar keinen Fall ein Mount für mich. Ich mag es einfach, wenn ich viel Coverage habe. So, Regieleki, Phantoros, Regidrago sind so drei Mons, die Gut, neuen. ich muss auch mal sagen, bei mir würde sich sogar anbieten, weil ich mit Xerox eigentlich den Fairies ziemlich gut pressuren kann. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob der was macht, ob der überhaupt mitkommt. Also das ist halt so das Mon, was mir am meisten aufgefallen ist. Dann halt noch so Flunkiefer und Galar Smogmog. Sind beide, glaube ich, gar nicht so schlecht gegen Snibunna. Ja, ich glaube, er hat echt Respekt vor dem. Ist ja auch eins seiner Lieblingsmons, deswegen. Ja, okay. Ich glaube, der weiß, den einzuschätzen, aber sonst. Ich bin auf das Match bin ich auch sehr, sehr gespannt, was ihr da draus macht. Sehe ich nämlich auch recht klar aus. Also wie alle. Ja. Gut. Aber würde jetzt mal einfach mal sagen, genug zu den Playoffs und wir gucken uns noch die besonderen Erwähnungen diesen Spieltag an. Da gab es nämlich einige. Zum einen natürlich, wie angesprochen, die drei Sets von Hardy, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die ich am coolsten fand. Erstmal Fake Out Last Resort Kangama, was fast ein Roselia mit Fake Out gewonshottet hat. Das fand ich ziemlich cool. Dann Ja. halt natürlich das Phantom Force Curse Destiny Born Project. Wandering, wie heißt das Ding? Rodriguez, genau. Danke. ja. Hat auch das Garchomp Super 1v1 von Hori am Anfang. Und Ja. natürlich noch Substitute Belch mit eben der Select Berry, um dann mit Rülpser Schaden auszuteilen. Vacuum Wave. Toxic Fuck. Also, da muss ich sagen, einfach, das fand ich ziemlich coole Ideen auch. Natürlich Counter Viscogon war noch ganz interessant, aber. Das waren so jetzt die drei, die ich am interessantesten fand. Gebe ich dir recht. Und Es hat dann. Spaß gemacht, die zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich natürlich auch mal nochmal kurz zur anderen Seite kommen. Mit Roselia und Hatterene. Ach ja, okay, hier sehe ich das. Okay. Einfach auch Nature Power natürlich mit Togedemaru, Terrain Extender als Unterstützung nochmal. Und dann konnte das Ding mit Nature Power Life, ob das Gambit, fast One-Shot rausnehmen. Ne, es konnte es glaube ich sogar One-Shot rausnehmen, weil es kein Sturdy gespielt hat, sondern Weak Armor. Das. Ja, das Match war voller Überraschung. Sag mal so, sag Hat mal's mal lieb. auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzugucken. Dann habe ich noch dabei Libero von Ray, über das wir schon gesprochen haben. Mit Sash, Worker, Baton Pass, Focus Energy, Parabol, was ja fast funktioniert hätte. Aber dann stand halt ein Silvaro im Weg. Aber auch Crit-Passen, so sieht man jetzt auch nicht so oft, deswegen. Ja, warum Das nicht? stimmt. Ne, generell so einen Mon als Baton Pass Support einzusetzen, um das Stats weiterzugeben, finde ich sowieso geil. Allgemein, also gerade halt, anstatt am Anfang fragt man sich halt wahrscheinlich, oh, warum Work-Up anstatt Bulk-Up? Und dann kommt halt der Baton Pass. Und er will eben den, also sie will eben den speziellen Booster nutzen und nicht den physischen. Also das fand ich cool. Weißt du, so mit dem Pixie kann jeder, aber mit dem Cinderace, das Ja. musste ich trauen. Auf jeden Fall.
Aber den Boost hat sie immerhin gepasst bekommen. Richtig. Und einen Kill damit. Insofern hat's funktioniert. Richtig. Und dann natürlich noch den MVP des Spieltags. Man muss einfach Specs und Mungus, man kann diesen Spieltag nicht abschließen, ohne Specs und Mungus zu erwähnen. Also, was der an Schaden gemacht hat auf Shaws ganzes Team. Ich glaube, er hat fast nur Sludge Bomb gedrückt, aber... Hey. Ein bisschen Giga-Drain, um sich gegenzuheilen. Ja, stimmt. Aber so, sonst... Also, absolut insane, 5 Kills mit so einem witzigen Set zu holen. Da auch Peto, wenn du das guckst, aber... du fandest es, glaube ich, selber genauso lustig wie wir, deswegen... Glückwunsch dazu nochmal. So, aber ich glaube, damit wären wir auch am Ende von diesem SPL-Talk. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö, ich bin gespannt auf die nächsten 4 Kämpfe, beziehungsweise die, die dann noch folgen. Jo, ich auch auf jeden Fall. Und, ja nö, war bis jetzt eine gute Season, mir hat es Spaß gemacht. Jo, mir auch. Von daher, und ich denke mal den meisten auch. Ja. Das meiste, wenn... Von daher würde ich die Liga erstmal bisher als Erfolg werten. Wenn ihr noch Abschlussworte von Nox lesen wollt, lest gerne den Text im Spieltagstagebuch. Und ja, dann würde ich mich auch fürs Zuschauen bedanken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.